Köln-Ehrenfeld. Ein anonymer Anrufer hat eine Prügelei auf offener Straße gemeldet. Beim Eintreffen von Paul Richter und Stefan Sindera scheint die noch im Gange zu sein. Hey! Hey! Komm! Runter, 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 runter! Steh mal auf! Runter, runter, runter! Verdammt nochmal! Runter! Ich kann doch nicht dafür! Runter erstmal! Ja? Was haben Sie da die gemacht? Polizei, hallo. Der, frag mich doch mal, was der gemacht hat. Die Polizei. Der hat sich die Tasche da besorgt, die hat er geklaut. Und ich bin dabei, ihm die Tasche wegzunehmen. Dann musste ich mich ja mit ihm auseinandersetzen. Da hat er eins vor die Fresse gekriegt und jetzt liegt er da. Ja gut, für uns sieht das natürlich so aus, wenn Sie über den gebeugt sind und Sie machen da so eine Geste, eine schlagende Geste, dann sieht das für uns erstmal als Bedrohungssituation aus. Was soll das denn? Nee. Wieso stehe ich denn schon wieder hier, Mann? Sie bleiben jetzt erstmal kurz hier, ja? So, einen Moment, Sie haben uns gerufen, ja? Hallo, die Polizei ist jetzt hier. Ja, hallo. Die Polizei ist jetzt hier. Bleiben Sie einen Moment stehen, ich komme sofort zu Ihnen, ja? Ja, einen Moment, Polizei ist hier. Ist meine Tasche da? Der junge Mann hat ein Pfeilchen und eine Platzwunde am Hinterkopf. Da er nicht ansprechbar ist, rufen die Beamten einen Rettungswagen. Pass auf, ich spreche jetzt erstmal mit der Dame, weil ich glaube, die Blinde, die da steht, das ist die Dame, die uns gerufen hat, ja? Okay. Ja. So. Hallo. Sie werden mich wahrscheinlich jetzt, ich weiß nicht, sind Sie 100% blind? Ich oder? Bin 100% blind. 100% blind. Ich sehe nichts, okay. Nein. Die Polizei ist jetzt hier, hatte ich Ihnen gerade gesagt, vielleicht können Sie das auch an der Stimme erkennen. Ja, sie hatten gerufen, ja. Genau. Man hat mir meine Tasche weggezogen. Ich kam gerade von der Bank. Ja. Ich hole da immer viel Geld, damit ich nicht so oft dahin muss. Ja. Es sind 500 Mark in dem Täschchen, im Portemonnaie. Und ich hätte es gerne wieder. Und ich weiß überhaupt nicht, ich habe eine Schlägerei oder was auch immer gehört. Ja. Ich weiß nicht, ob der Dieb jetzt weggelaufen ist. Ich hätte gerne nur mein Geld. Der hat meine Handtasche einfach so runtergerissen. Ja. Ich konnte mich zwar im Moment wehren, aber der war dann doch zu stark für mich. Okay. Hat er Sie auch irgendwie geschlagen dabei? Nein, nur gezerrt. Er hat sich permanent bei mir entschuldigt dafür, dass er mich da überfällt. Ich weiß nicht warum. Er sagt immer Entschuldigung, bitte. Ich kann mir das nicht vorstellen, was da. Okay, einen Moment. Der hat sich bei Ihnen entschuldigt. Der hat sich bei mir entschuldigt, dass er mir die Tasche entreißt. Okay. Ich konnte das gar nicht nachvollziehen. Ich habe jetzt hier eine Handtasche. Ja. Die würde ich Ihnen gerne mal geben, dass Sie das mal fühlen. Weil mit Sehen ist es ja dann ein bisschen schlecht. Gucken Sie mal bitte. Ja, das ist auf jeden Fall meine Handtasche. Ja. Mahlzeit. So, ich lasse ihn mal einen Moment allein. Der ist ansprechbar, nach einem Schlag ins Gesicht, wahrscheinlich im Hinterkopf gefallen. Zumindest hat sich das für mich so dargestellt. Okay. Wir haben stabile Seitenlage gelegt. Atmung ja, Rest nein. Leider werden auch oft körperlich geschädigte Menschen Opfer einer Straftat. Das hatten wir in diesem Fall auch. Das war eine Sehbehinderte. Das ist natürlich immer für uns erstmal die Frage der Grad der Behinderung. Wie viel Sehfähigkeit hat sie noch? Jetzt wurde mir hier angegeben 100%. Das ist dann natürlich auch für uns sehr schlecht, irgendwie sie als Zeugin wahrzunehmen. Zum Glück reagieren diese Menschen aber sehr feinfühlig auf Stimmen. Sodass wir hier zum Beispiel auch nach der Stimme fragen könnten, weil sich hier der Täter komischerweise entschuldigt hat, dass er die Handtasche geraubt hat. Der 42-Jährige bleibt dabei. Er hat die blinde Frau nicht überfallen. Er hat die Tat lediglich beobachtet und ist dem Opfer zur Hilfe geeilt. Da der Verletzte noch nicht befragt werden kann, müssen die Beamten die Unschuldsbeteuerungen anderweitig prüfen. Stellt sich für mich natürlich die Frage, ob ich Ihnen alleine jetzt Glauben schenken kann. Aber Sie machen ja einen sehr glaubwürdigen Eindruck bis jetzt. Das ist schon was Positives. Vielleicht können wir das, die Dame, die reagiert ganz gut auf Stimmen. Die hat meine Stimme auch gleich wieder erkannt, ja. Als ich sie gerade da ein bisschen beiseite geschoben habe. Der Täter hat ja gesagt, es tut mir leid, es tut mir leid. Vielleicht könnte er das in Ihrer Gegenwart noch mal wiederholen, dann sind wir auch safe, ob er der Täter ist. Ja, ich verstehe, was du meinst. Nicht, dass du uns am Murks erzählt. So ein Hörvergleich. Ja? Wären Sie einverstanden? Sie haben das ja mitbekommen die ganze Zeit. Ja. Dann kommen Sie einmal mit dazu, bitte. Meine Sachen sind alle ja. Da. Ich habe kontrolliert, ist alles drin. Das Geld ist auch da. Ich bin froh, dass mir einer helfen konnte. Hoffentlich geht es Ihnen gut. Tut mir wirklich leid. Verstehen Sie? Das ist der Mann, der Ihnen zu Hilfe gekommen ist angeblich. Ist das die Stimme, die Sie gerade gehört haben? Sie sagte, tut mir leid. Tut mir wirklich leid, was da passiert ist. Nein, das ist eine andere Stimme gewesen. Ja, aber unabhängig davon, das tut mir wirklich leid. Ja, gut. Sind Sie derjenige, der mir geholfen hat? Ja, genau. Ja, also die Stimme ist mir ganz, ganz fremd. Gut. Das war nicht der mich überfallen hat. Überfallen hat. Ich kann den zusammenschlagen, aber Ihnen will ich doch helfen, dass es Ihnen gut geht. Das ist sehr, sehr lieb von Ihnen. Ich bin auch dankbar, weil so viel Geld habe ich ja auch nicht immer zur Verfügung. Ja, keiner. Ich bin sehr, sehr dankbar. Im Rahmen der Zivilcourage alles richtig gemacht. Vielen Dank. Ich bedanke mich recht herzlich. Dann mache ich mal gucken, ob ich was über den Blechstein rauskriege. Ja, genau.
Frau Arnold, jetzt habe ich noch mal eine kurze Frage. Sagt Ihnen der Name Thomas Blechstein was? Nein. Sagt mir absolut gar nichts. Nein. Okay. Ich mache die mal alle F und dann komme ich mit dem. Okay. Was jetzt passiert? Arnold, 1533. Das Polizeiteam ermittelt über Funk, der mutmaßliche Täter Thomas Blechstein wohnt zusammen mit seiner Mutter in unmittelbarer Nähe. Noch während die Beamten ihr weiteres Vorgehen abklären, klingelt das Handy des verletzten Mannes. Paul Richter nimmt den Anruf entgegen. Hallo? Hey, Alter, du hast noch 10 Minuten Zeit, um die scheiß Kohle ranzubringen. Ansonsten nehme ich deine Familie auseinander. Hast du das verstanden? Aufgelegt. Klingt nach einem freundlichen Gruß zu der Familie. Wenn die da alle wohnen. Ah, 1533. Ja, Arnold Erskamp, 1533. Arnold, für dich zur Kenntnis, wir haben hier gerade einen Drohanruf mit verzerrter Stimme oder Stimmverzerrer übers Mobiltelefon des Herrn Thomas Blechstein bekommen. Da wird massiv die Familie bedroht. Wir würden jetzt einmal wegen Gefahrenverzuges hier um die Ecke umsetzen. Das ist die Fustenburgstraße 10 laut ausweisen, hast du auch gesagt. Ja, alles klar, das habe ich mit. Jetzt ist ja der Thomas Blechstein der Beschuldigte, ne? Das Rad, das hast du mir gerade mitgeteilt. Ich schicke direkt eine Schleife auf zum Krankenhaus. Hier fahrt Fustenburgstraße 10, ist das korrekt? Ja, wir fahren mit Licht. Möglicherweise hat der Täter der blinden Frau die Handtasche nur entrissen, um die Geldforderungen erfüllen zu können. Er wollte so wohl seine Familie schützen. Schon beim Eintreffen der Polizisten an der Adresse wird klar, wie berechtigt die Sorge des Mannes ist. Ich höre irgendwas. Hilfe! Hier ist die Polizei! Kick unter Schloss. Hallo! Hier. Von hinten Hallo! Hast du? Ja. Hier bin ich! Hier ist die Polizei, ich mache jetzt die Tür auf! Gott sei Dank. Okay. Ist hier noch jemand? Nein. Gut, dass Sie kommen. Hier war so ein Geldeintreiber, der hat mich gefesselt, der war total aggressiv und der ist auch noch in der Wohnung. Der ist noch hier? Der ist, mein Sohn ist dabei, der Steffen. Paul. Ja. Ich mache mir solche möglicher Täter ist noch hier. Okay. No. So, Sie bleiben jetzt hier, ja? Wir sind sofort da. Bitte, helfen Sie ihm. Schließen Sie sich ein, wenn Sie. Ja. Einmal Artillerie. Okay. So, hey! 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 Runter auf die Knie! Runter auf die Knie! Auf die Knie runter! Runter! Auf die Knie! Runter! Auf die Knie! Runter! Komm zurück! Ich muss sehen, los, die Flossen hoch! Sie wohnen hier! Ich wollte meine Mutter den Finger abhacken! Komm hier hoch! Der wollte den Finger abhacken! Der wollte mir den Finger abschneiden! Alles klar, ich sehe Blut. Okay. Langsam mal da stehen, wo Sie sind. So, Sie sind vorläufig festgenommen. Können Sie mich hören? Ja. So, können Sie sich vorstellen, warum, ne? Wieso, weil der meine Mutter entführt hat. Das ist das Problem. Der hat Ihre Mutter? Der ist das. Sie haben ja den Falschen. Der hat doch gesagt, Sie sollen mit der laufen. Guck mal, die Mutter dazu. Komm mal her. Bleib hier so stehen. Frau Blechstein! Kommen Sie mal bitte aus dem Bad raus. So, du bleibst ganz locker. Ganz ruhig bleiben. Steffen. So, wer ist der Sohn? Gott sei Dank, da ist er doch. Wer? Ja. Genau, gehen Sie ruhig raus. Gehen Sie einmal raus auf die Terrasse, bitte. Ich habe mir so Gedanken gemacht. Okay, Arm locker lassen. Damit dürfte klar sein, wer der Sohn ist. Ne? Ich glaube, die Frau Blechstein ist schon in der Lage, um zu erkennen, wer ihr Sohn ist. Ja, den hässlichen Vogel doch nicht. Was? Den hässlichen Vogel doch da nicht. Na ja, ja. Der Geldeintreiber verweigert die Aussage. Da er recht aggressiv ist, trennen die Polizeioberkommissare ihn und seine Opfer. Stefan Sindera und Paul Richter informieren die Mutter und ihren Sohn über den Raubüberfall und beleuchten dabei die Hintergründe der Bedrohung. Passen Sie auf, ich erkläre Ihnen das. Wir haben Ihren Sohn, den Thomas Blechstein, das ist richtig, ne? Das ist der Sohn. Ja, dem habe ich das mein Bruder. Also Ihr Bruder. Okay, den haben wir heute angetroffen. Und zwar ist der Beschuldigte in einem Raubdelikt. Der hat eine Dame überfallen, konnte sich nicht mehr äußern, ist durch einen Zeugen zu Fall gebracht worden und der ist jetzt ins Krankenhaus verbracht worden. Ich erkläre es Ihnen. Wir gehen aktuell davon aus, ich weiß nicht, welche Infostand Sie haben, dass der versucht hat, sich wohl irgendwie Geld zu beschaffen, ja, um wahrscheinlich für Sie
Geld zu holen. Der sollte mir Geld abholen, ja. Mit meinem Portemonnaie, mit meiner EC-Karte. Vom Konto aber. Ja. Was macht der denn für einen Scheiß? Warum macht also, worum es geht, ist aber, dass er beschuldigt im Strafverfahren ist, weil er eben versucht hat, eine Dame auszurauben. Mir ist jetzt nicht ganz klar, passen Sie auf. Es ist mir nicht ganz klar. Ich frage jetzt nämlich bewusst nach, ich gehe davon aus, dass er, aus welchen Gründen auch immer, Geld für Sie wahrscheinlich beschaffen wollte. Weil der junge Mann uns ja, der Herr Remmelt ja gerade sagte, dass Sie ihm Geld schulden. Genau, richtig. Ich habe Wie viel Geld ist das denn? 3.000 Euro. Ich habe einen Fahrradladen aufgemacht und die 50.000 von der Bank, die haben leider nicht gereicht. Und dann habe ich da so einen Typen kennengelernt und dann habe ich mir da 3.000 Euro geliehen. Aber dass er jetzt so ein Mist deswegen macht, das ist... Tut mir so leid. Ja, passen Sie auf. Gut, dass Sie eins wissen. Ihr Sohn ist im Krankenhaus. Geht's ihm gut? Sie können anrufen. Rufen Sie bei der Klinik am Südring an, beziehungsweise fahren Sie da hin. Sie sind ja die Mutter. Sie können sich da erkundigen. Wir sind auf jeden Fall dadurch aufmerksam geworden, dass das Telefon geklingelt hat bei Ihrem Bruder, bei Ihrem Sohn in der Brusttasche. Und während wir im Rettungswagen mit dem befangen waren, meldete sich dann eben eine verzerrte Stimme und sagte, es geht der Familie gleich an den Kragen. Dann sind wir hierher gefahren. Genau. Es hat geklingelt, ich habe aufgemacht, ganz normal. Und einmal kam dann ein ganz aggressiver Typ, der hat mich dann gefesselt. Sie bekommen auch Post von uns. Okay. Und dann werden Sie wahrscheinlich zur Vernehmung geladen. Es ist nämlich entscheidend, dass Sie wirklich mit dem eigentlichen Kredithai, wie Sie es gerade genannt haben, sich einigen. Für mich ist die Gefahrenlage hier nicht geklärt. Okay. Ich habe Ihr Papa in dem Auto. Wollen Sie mitkommen und Sie abholen? Gerne. Ja? Der Täter erhält eine Anzeige wegen versuchter räuberischer Erpressung, Körperverletzung und Freiheitsberaubung. Der junge Mann erhält eine Anzeige wegen Raubes.